Starten. Herzlich willkommen. Mein Name ist Bengott Gehaskamp bei dem Seminar ADDA für Energiesimulation im Entwurf bzw. Environmental Digital Design Analysis, so wie der englische Titel es ist. Mein Name ist Bengott Gehaskamp. Ich habe meinen Bachelor Architektur erledigt und mache demnächst meinen Master in Architektur und bin derzeitig in der Übergangsphase als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig an drei unterschiedlichen Punkten. Hauptsächlich beim Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Planen und Bauen hier in Oldenburg an der Jadow-Hochschule. Ich bin ebenfalls noch am Institut für datenbankorientiertes Konstruieren im IDOC, genauso wie ich beim Labor für digitales Engineering im DIEING, ebenfalls an der Jadow-Hochschule im Fachbereich Bauwesen, Geoinformation und Gesundheitstechnologie. Warum sollten Sie mir zuhören? Was sind meine Interessen, beziehungsweise warum ist das Thema für heute interessant? Liegt prinzipiell daran, meine Themengebiete sind die thermisch-dynamische Simulation seit mittlerweile 3 Jahren. Ich habe ADDA-Kurse mit begleitet. Ich habe den ADDA-Kurs selber abgeschlossen. Ich habe einen Workshop erstellt, der gestern abgeschlossen worden ist und auch dementsprechend wieder angeboten wird vom Mittelstand 4.0, genauso wie eine Videoreihe, die ab Juni erstellt wird zum Thema Simulation, wo Ihnen Simulation beigebracht werden soll, beziehungsweise wo die Videoreihe jetzt erklärt werden oder erklärt so, erklären soll, was Simulation bedeutet, wie Simulation funktioniert, gerade in Bezug auf den Tools, die ich Ihnen heute vorstellen werde im Thema ADDA. Genau, beide Bereiche von mir sind Building Information Modeling, BIM. Seit mittlerweile 5 Jahren, seit Anfang meines Studiums benutze ich BIM, vor allem Revit. Habe auch Erfahrungen in diversen anderen Softwareprodukten und Virtual Reality und Augmented Reality sind so meine Themenbereiche und da bin ich gerade hauptsächlich in dem Themenbereich Campusmodell, wo wir ein Revit-Modell oder ein diverses Modell aufbauen von unserem gesamten Campus in Oldenburg an der Jadow-Schule und das dann in verschiedenen Softwareprodukten versuchen zu visualisieren, zu nutzen, für Lehrzwecke zu nutzen, wie zum Beispiel auch für thermisch-dynamische Simulationen später. Genau, meine Erfahrungen sind in unterschiedlichen Softwareanwendungen. Ich habe meine hauptsächlichen Softwares sind halt Autodesk Revit und Dynamo, genauso wie Rhinoceros und Grasshopper, wie Sie gleich sehen werden, sowie Unreal Engine 4. Aber ich habe auch Erfahrungen in anderen Produkten wie Blender, 3ds Max, AutoCAD und so ziemlich sehr, sehr viel auch in den ganzen Autodesk-Variationsprodukten, die es so gibt. Genau, ADDA ist nicht nur von mir, sondern ADDA ist praktisch ein Workflow, den Anja Willmann konzipiert hat oder erstellt hat. Dementsprechend möchte ich das Ganze hier nicht vorenthalten. Sie hat zum Beispiel auch einen Vortrag gemacht bei unserem BIM-Winter-Meeting, das vor einigen Wochen stattgefunden hat, weshalb ich hier jetzt auch vortrage, weil Auxalia uns daraufhin eingeladen hat. Sie hat den Workflow praktisch erstellt und das an der ETH in Zürich vorgestellt, in Weimar gelehrt, genauso wie in Frankfurt oder Stuttgart und dementsprechend mittlerweile auch in Oldenburg, wo ich dann vor 2 Jahren dazugekommen bin, in ihrem Kurs als Hiwi vorzeitig erst angefangen habe und dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter ihre Arbeit fortgeführt habe, indem ich das dann den KMUs näher bringe anstatt den Studierenden. Genau, was machen wir heute? Ich würde Ihnen ganz kurz kurz erklären wollen, was ADDA ist, wie funktioniert ADDA, was steckt hinter dem Begriff und was macht man und warum macht man das. Genau dahinter stehen dann die thermisch-dynamischen Simulationen mit Ladybug und Honeybee, also diese Plugins, die wir nutzen, wie funktionieren die und wie sehen derzeitig unsere Workflows damit aus und wie können wir gegebenenfalls Revit nutzen oder Dynamo nutzen, um das Ganze dann weiter zu verwenden, um das auf unser BIM-Modell sozusagen zu überspielen. Was ist ADDA? ADDA bedeutet Environmental Digital Design Analysis. Also es werden Einflüsse passiver Strategien auf den thermischen Komfort analysiert. Das heißt, wir nutzen passive Strategien. Passive Strategien sind zum Beispiel thermische Speichermasse, Pufferzonen, Verschattungen, alles, was irgendwie passiv am Gebäude geregelt werden kann. Also es geht hierbei nicht um Gebäudetechnologien, sondern wirklich um passive Strategien und wollen dahingehend unser Gebäude optimieren. Und das Ganze wird meist gemessen an der thermischen Behaglichkeit. Wir kriegen natürlich auch andere Ergebnisse. Aber prinzipiell gucken wir nach der thermischen Behaglichkeit. Da sind unter anderem die primären Faktoren, wie zum Beispiel Lufttemperatur, Strahlungstemperatur, woraus sich dann nachher ebenfalls nochmal die sekundären Faktoren, Alter, Geschlecht, körperliche Verfassung, ein Wert ergibt, ein Prozentsatz, wonach wir unser Gebäude bewerten können. Zum Beispiel könnten wir dann sagen, unser Gebäude ist zu 80% behaglich bzw. komfortabel. Hierbei ist zu bewerten, man könnte niemals 100% erreichen, da es nun mal diese Faktoren gibt der thermischen Behaglichkeit. Jeder weiß, dass wenn man älter ist oder wenn man jünger ist, genauso wie jeden abhängig vom Geschlecht, fühlen sich unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Gegebenheiten wohl. Beispielsweise brauchen Frauen ein etwas wärmeres Verhältnis und Männer ein etwas kälteres. Somit kann man niemals die 100% erreichen. Aber das Ziel ist es praktisch immer an die 100% zu kommen, was wir auch in unseren Kursen an der Hochschule versuchen zu erreichen. Genau.
Also wir wollen prinzipiell Zahlen bekommen. Wir wollen eine numerische Auswertung bekommen. Wir wollen gegebenenfalls auch Grafiken bekommen, die uns genau belegen, wie das Gebäude funktioniert, beziehungsweise wie das Gebäude sich verhält. Und dazu kriegen wir praktisch unterschiedliche Werte, hier mal ein Beispiel oder ein paar beispielhafte gegeben, wie zum Beispiel Windgeschwindigkeiten, den Komfortprozent, den ich gerade schon erwähnt hatte, Verschattungsanteile, Außentemperaturen, Innentemperaturen, und das Ganze können wir analysieren anhand von unterschiedlichen Zonen, die im Gebäude erstellt worden sind. Das gibt uns dann natürlich die Möglichkeit, genau zu sagen oder genau zu prüfen und zu sagen, dass unsere Strategien funktionieren, die wir fahren wollen, um somit ein nachhaltigeres Gebäude zu schaffen. Genau, das Ganze ist nicht nur eine Software, sondern das Ganze ist ein Workflow. Also das Ganze beschreibt nicht nur ein Tool, sondern es ist abhängig von drei Faktoren. Also A, der Geometrie, zum Beispiel in Rhino 567 oder halt in Revit. Dazu später noch mehr. Dann in der Visual Script oder dann die Visual Scripting-Umgebung, die zum Beispiel, also wir klassischerweise nutzen Grasshopper, weil das die Scripting-Umgebung von Rhino ist. Oder halt in Dynamo, dazu auch später mehr. Und dann der thermischen Berechnung und der thermisch dynamischen Simulation, die dann aus Energy Plus entsteht oder durch Energy Plus gefördert wird, durch Radiance, Open Studio, Therm oder DaySim, die gegebenenfalls auch schon bekannt sind. Genau, das, so sieht das Ganze aus. Oder warum benutzen wir Ladybug und Honeybee? Was ist das Besondere daran? Und warum gerade die Tools? Sie sind kostenlos. Also es ist ein kostenloses Open Source Projekt, das mittlerweile seit 2013 auf dem Markt ist an sich. Wurde von zwei Entwicklern gestartet und mittlerweile hat es eine riesige Community im Hintergrund, die immer wieder Forderungen stellt oder immer wieder Anpassungen fordert oder auch aktiv mit dem System arbeitet. Da gibt es unterschiedliche Büros, die vielleicht bekannt sind. Genau, es ist Open Source, also es wird grundsätzlich immer weiter bearbeitet. Es kann von der Community komplett bearbeitet werden, wenn möchte. Und deshalb ist es so ein powerful oder so ein gutes Tool zum Analysieren von Objekten. Wir sehen hier jetzt einmal schon mal vier Tools von Ladybug Tools. Es ist einmal Ladybug, damit hat es praktisch angefangen. Dann Honeybee, Butterfly und Dragonfly. Wir in Edda haben uns bisher immer nur hauptsächlich Ladybug und Honeybee angeschaut. Butterfly und Dragonfly sind nochmal für ein paar andere Anwendungen gedacht. Das können wir einmal ganz gut hier sehen. Wir sehen einmal Honeybug und Ladybug-Komponenten. Ladybug ist hauptsächlich für die Analyse von Geometrien gedacht, genauso für das Visualisieren von Ergebnissen in Grafiken in Rhino. Und Honeybee ist dann beziehungsweise auch fürs Visual Scripting gedacht und der Analyse und Berechnung über Open Studio und Energy Plus von unterschiedlichen Simulationen. Hier hatten wir zum Beispiel auch DaySim für die Daylight-Simulation, also für Lichtsimulation, genauso wie für Radiance für elektrisches Licht. Und Energy Plus ist dann für Komfortanalysen, für zum Beispiel Primärenergiebedarfe etc. Genau, also was liefert uns Edda? Edda liefert uns eine Standortanalyse, klassischerweise. Also wir können eine gute Analyse machen vom Standort und daraufhin gehen unsere Strategien oder unsere Strategien ansetzen. Was können wir benutzen? Und es liefert uns dann eine bildlich-grafische Darstellung sowie numerische Fakten, wie sich das Gebäude in dieser Umgebung verhält. Genau. Edda sollte iterativ mit der Gebäudeentwicklung integriert werden für bessere nachhaltige Gebäude vor der Gebäudetechnologie. Das bedeutet so viel wie, man sollte Edda relativ früh in der Gebäudeentwicklung integrieren, weil umso früher man passive Strategien versucht oder analysiert und simuliert, umso eher kann man noch was am Gebäude ändern. Je später normalerweise man in der Gebäudephase ist oder in der Entwicklungsphase, umso schwieriger ist es, Änderungen durchzuführen. Wie funktioniert das Ganze? Klassischerweise ist das hier so ein klassischer Workflow, mal vereinfacht dargestellt. Wir fangen mit einer Klimaanalyse an. Die Klimaanalyse gibt uns, was haben wir für Gegebenheiten und welche Strategien können wir anwenden. Und das wird normalerweise analysiert über Grafiken, wie wir jetzt hier zum Beispiel sehen, über Temperaturen, über dem Psychrometric Chart, Adaptive Chart. Psychrometric Chart könnte vielleicht kein Begriff sein, sondern auf Deutsch ist es das Mollier-HX-Diagramm. Das ist dann das Gekippte. Oder zum Beispiel hier unten eine Windrose, wo wir verschiedene Himmelsrichtungen analysieren, beziehungsweise verschiedene Monate analysieren und dahingehend die Wetter- oder Windrichtung bekommen. Und dadurch können wir dann analysieren, welche Komfort- oder welche passiven Strategien können wir fahren, was haben wir für Möglichkeiten. Und da ist zum Beispiel der Psychrometric Chart ein sehr powerful Tool oder ein sehr nützliches Tool, weil wir direkt daran passive Strategien hängen können in Visual Scripting und schauen können, bringt uns Verdunstungskühlung überhaupt irgendwas, macht es Sinn und können somit schon mal erste Schlüsse ziehen. Genau, weiter geht es dann im Endeffekt mit einem Zonenmodell. Das ist eine vereinfachte Bauform. Für alle die schon mal Energiesimulation durchgeführt haben, wissen, was ein Zonenmodell ist. Es ist im Endeffekt eine Volumenkörperform von einem Raum oder von einem Raum mit den Außenwänden als einfache Flächen. Es wird dabei keine
oder keine komplizierte Geometrie gebaut, sondern es werden wirklich nur Flächen, keine Wandstärken oder sonstiges dargestellt, weil die Parameter dann innerhalb des Visual Scriptings definiert werden. Das wäre dann sozusagen der nächste Schritt, die Parameter, wo unter anderem die passiven Strategien drunter fallen. Also was habe ich für eine Lüftung, was habe ich für eine Konstruktion, wie sieht meine Verschattung aus? All diese Parameter können dann definiert werden und werden dann in die Berechnung geschweißt, wo es dann über DSIM Energy Plus und Radiance berechnet wird. Und darüber bekommen wir dann eine Visualisierung, die uns Zahlen gibt oder eine grafische Auswertung, woraus wir dann wieder Schlüsse ziehen können, um gegebenenfalls unser Modell anzupassen oder unsere Parameter anzupassen. Also entweder können wir die Geometrie ändern oder wir können die Parameter ändern. Wie sieht das Ganze zum Beispiel aus? Hier ein Beispiel von einer Studentin aus dem letzten Kurs, wo wir einen Island Tower hatten, wo die Studenten praktisch ein Tower-Hotel planen sollten. Hier ein ganz kleines Beispiel, wo sie die Pufferzone vorne analysiert hat. Sie hat noch wesentlich mehr Variationen gemacht, aber ich finde, daran erkennt man das ganz gut, wo man dann über den Adaptive Chart den Komfortbereich sieht. Einmal in hier relativ grau dargestellt, sieht man eine, die Komfortzone und wie viel Prozent sich jeweils das Gebäude ändert. Das Gebäude ist hier jetzt definitiv noch nicht optimal. Es liegt das bei 45%. Aber man sieht, wie sich die Solar Gains zum Beispiel ebenfalls verändern, weil man direkte Fakten bekommt oder direkte Daten. Wie funktioniert der Workflow mit Rhino Grasshopper? Genau, das Ganze ist vergleichbar wie mit dem Visual Scripting in Dynamo. Für alle, die Revit kennen oder da wir hier uns in einer Autodesk-Umgebung befinden, dachte oder gehe ich davon aus, dass viele schon mal Dynamo geöffnet hatten oder zumindest Dynamo wissen, wie es aussieht. Deshalb kann man das damit ganz gut vergleichen. Und dafür brauchen wir zuerst einmal eine Geometrie. Die ist grundsätzlich jetzt bei unserem klassischen Workflow, die wir in den Lehrveranstaltungen fahren, in Rhino gegeben. Dann über das Visual Scripting in Grasshopper. Wie gesagt, das ist vergleichbar zu Dynamo. Dann analysieren wir unsere Ergebnisse und dann adaptieren wir unsere Gebäude. Genau. Analysieren das Ergebnis. Hier ist ein Beispiel dargestellt für Fenster. Welche Fenster sind optimal gesetzt? Welche sind schlecht gesetzt? Und wir kriegen direkt eine grafische Rückmeldung und können darüber hinaus dann weiter analysieren. So sieht zum Beispiel dann eine Simulation aus. Hier vielleicht ein kleiner Hinweis dazu. Wie gesagt, ich habe gestern meinen ersten Workshop beendet zum Thema Simulation mit Grasshopper und Rhino, der auch sehr, sehr gut angenommen worden ist. Und wir haben dazu auf GitHub einige Daten veröffentlicht, die komplett kostenlos verfügbar sind, wo zum Beispiel auch dieser Teil der Simulation drin ist, woran so ein bisschen erklärt werden soll, wie Simulation funktioniert. Da sind ebenfalls ein Skript hinterlegt, wo einzelne Komponenten erklärt sind, die begleitend zu der Videoreihe dann noch erstellt oder begleitend zur Videoreihe weitere Informationen geben sollen. Genau, hier sieht man, wie so eine Simulation aufgebaut wird. Also man definiert seine Zonen, dann definiert man die Parameter, die man in der Mitte sieht, und dann bekommt man seine Ergebnisse visualisiert, die dann in Rhino dargestellt werden. So, somit haben wir jetzt einen Überblick bekommen. Wie sieht dieser Workflow aus? Oder wie sehen unsere klassischen Workflows aus neben nur Rhino und Grasshopper? Wie können wir Revit zum Beispiel nutzen, um Simulationen durchzuführen mit den Ladybug-Tools? Und vielleicht können wir auch mal schauen, was kann Revit überhaupt? Also was kann Revit? Und welche Möglichkeiten gibt es, um Revit vielleicht zu nutzen oder Dynamo zu nutzen? Einerseits haben wir Revit Insight. Revit Insight ist, glaube ich, mittlerweile seit 2013 verfügbar. Ich weiß gerade nicht genau, ob es 2013 war. Lassen Sie mich lügen oder korrigieren Sie mich. Und dementsprechend kann Revit-Simulation oder kann Energiesimulation. Da sind aber ein paar Einschränkungen zu geben. Also es bietet eine super Analyse von Gebäuden, zum Beispiel für Solarpotenziale, mithilfe von den MEP-Räumen. Es kann aber genauso Primärenergiebedarfe, es kann genauso Innentemperaturen berechnen wie Ladybug an sich. Das Einzige, was ich nicht so optimal finde bei Revit Insight, ist nun mal, dass es nicht optimal ist, um schnell und effektiv passive Strategien zu testen. Dadurch, dass wir objektorientiert arbeiten, was grundsätzlich einerseits oder erstmal ein Vorteil ist, haben wir meist das Problem, dass es nicht ganz benutzerfreundlich gestaltet ist. Heißt, wir müssen hier in jeweils die einzelnen Bauteile reingehen, die Sachen verändern und wir haben keinen einheitlichen Überblick darüber, was unsere Simulation gerade direkt macht oder was gerade passiert und wir kriegen keinen Einblick darüber, was simuliert wird. Weshalb ich Revit Insight grundsätzlich erstmal nicht benutze. Es ist trotzdem ein super Tool, es ist trotzdem ein powerful Tool, gerade für die Analysen von Gebäuden. Finde ich das ein super, super System, aber da haben wir gleich auch noch eine andere Möglichkeit über Dynamo. Genau, Ladybug-Tools. Was können wir also nutzen oder können wir das überhaupt in Revit nutzen? Da gibt es zwei Punkte. Einmal die Rhino-Geometrie und das Visual Scripting, das wir einsteuern können. Da haben wir einerseits das GBXML-Format und genauso Rhino Insight, die wir für die Rhino-Geometrie benutzen können. Also das sind so zwei Möglichkeiten von Revit aus. Und beim Visual Scripting haben wir die Möglichkeit natürlich über Grasshopper und Dynamo.
Rhino Insight. Was ist Rhino Insight? Rhino Insight beschreibt, wie der Name schon sagt, sozusagen, dass man Rhino und Grasshopper innerhalb von Revit starten kann und somit Definitionen in Grasshopper definieren kann, die direkt auf das Revit-Modell zurückgreifen. Dadurch hat man eine Realtime-Veränderung, also wenn man Änderungen im Revit-Modell durchführt, werden diese Änderungen auch automatisiert in Grasshopper übernommen, genauso umgekehrt. Also man kann sozusagen Objekte auch wieder zurück nach Revit scripten, wenn man möchte. Man kann Verschattungselemente ergänzen. Man kann Parameter in der Simulation definieren in Grasshopper, was ein Vorteil ist. Aber leider werden Parameter aus Revit nicht direkt übernommen. Also prinzipiell ist hier nur ein geometrischer Austausch möglich. Leider ist das sehr, sehr stark abhängig von der Modellqualität und wie modelliert worden ist und was ich ansteuern kann. Aber grundsätzlich kann man hier auch auf die MEP-Zonen zurückgreifen, auf Räume zurückgreifen, um dann ein Simulationsmodell aufzubauen. Wie sieht das Ganze aus? Man hat dann so ein Tab, wo man Rhino Insight hat oder wo dann praktisch die Möglichkeiten gegeben werden, wo man einerseits Rhino starten kann, einerseits Grasshopper und dann die jeweiligen Scripting-Methoden, die man sozusagen von den Ladybug-Tools, von unserem Workflow kennt, verwenden kann. Genau, und dadurch, dass man Rhino innerhalb von Revit startet, hat man dann noch weitere Optionen oder weitere Objekte, womit man dann die Geometrien auswählen kann. Also hier habe ich einmal beispielsweise, um Flächen anzuwählen oder um ganze Objekte anzuwählen. Da gibt es noch wesentlich weitere oder viel mehr Möglichkeiten, dass man zum Beispiel nach bestimmten Objekten filtern kann, nach Wänden, Decken, was auch immer, um sich das Ganze so ein bisschen zu erleichtern. Dadurch, dass wir aber natürlich einfache Modelle nur brauchen oder nur einfache Flächen und nicht direkt komplette Wände, ist das manchmal ein bisschen schwieriger, was man dann ansteuern möchte. Genau, das Ganze läuft über Rhino Insight, ist einmal so eine kleine Beta-Version, gibt es mittlerweile, ist seit einem Jahr, glaube ich, verfügbar, wer Interesse hat. Ich habe den Link einmal mal hinzugefügt. Das Weitere wäre Green Building XML-Export oder der Import davon, der sehr, sehr nützlich ist, den ich hauptsächlich nutze, wenn ich ein Revit-Modell nutze, zum Simulieren, wo wir die Räume nutzen, um Zonen zu generieren und das Ganze dann über GBXML zu exportieren. Der Vorteil daran ist, dass einige Parameter schon übernommen werden, die in den Räumen definiert worden sind. Beispielsweise, was ist es überhaupt für eine Zone, was wird darin gemacht, ist es ein Office, also ist es ein Bürogebäude, zum Beispiel solche Einstellungen, genauso wie viele Menschen verhalten sich in diesem Raum. Ebenfalls können nachträgliche Bearbeitungen stattfinden. Also wir können über Visual Scripting dann weiterhin oder direkt Anpassungen durchführen, die über unterschiedliche Komponenten gesteuert werden. Zum Beispiel können wir die Fenster anpassen und somit weitere Strategien oder andere Strategien auch testen. Genau, die Änderung am BIM-Modell wird dann natürlich nicht direkt übernommen, weil man, wenn man GBXML-Import macht, ist es natürlich dieser eine Stand des Modells und es ist kein aktiver Austausch. Deshalb müsste man die Änderungen, die am Modell stattfinden, leider auch wieder manuell am BIM-Modell durchführen. Natürlich könnte man das Ganze jetzt koppeln mit Rhino Insight und sozusagen die Änderungen, die durchgeführt worden sind, durch Rhino Insight übertragen, aber das ist kein sehr optimierter Workflow und da gibt es bestimmt irgendwann nochmal bessere Möglichkeiten. Ein Ausblick dazu werde ich gleich einmal vorstellen. Genau, so sieht das Ganze aus, wie man das Ganze importieren will. Es sind zwei einfache Komponenten. Man kriegt dann den Spielzones-Output, der dann sozusagen die Zonen definiert, genauso wie die Shadings, wo die Informationen schon enthalten sind, oder die Parameterdefinition aus Revit, die dann wieder direkt in die Simulation eingespeist werden können, die wir ganz am Anfang gesehen haben über das Visual Scripting in Grasshopper. Genau, Simulation mit den Ladybugs-Tools. Also jetzt nur mit Revit und Rhino. Wir haben jetzt Möglichkeiten gesehen, wie wir es zum Beispiel nutzen können, wenn wir nur Grasshopper und Rhino nutzen möchten. Was ist, wenn wir nur in einer Umgebung arbeiten möchten? Ist es möglich, nur in Revit und Dynamo die Ladybug-Tools zu verwenden? Und dann gibt es eine Antwort und das ist einfach noch nicht ganz. Dadurch, dass Ladybug ein Open-Source-Projekt ist, wird natürlich immer sehr, sehr viel verändert und es ist mittlerweile seit 2013 ich finde, noch ein sehr, sehr junges Projekt. Und seit dem vorletzten Jahr oder nee, seit 2019, 18 gibt es erst die Integration zu Python, also da haben sie die Bibliotheken umgeschrieben, sodass man cross-Plattform überhaupt arbeiten kann. Dafür sind jetzt aber im Endeffekt alle Steine gelegt und jetzt können oder starten sie gerade durch mit unterschiedlichen Tools, die ich gleich auch noch vorstellen werde. Also, wir können bisher Revit nutzen für GBXML-Import und Rhino Insight, um sozusagen die Geometrien zu nutzen für eine Simulation, müssen aber leider immer noch auf Rhino und Grasshopper zurückgreifen, um diese Simulation stattfinden zu lassen. Dynamo bietet da leider nämlich noch nicht alle Komponenten. Leider. Also es gibt mittlerweile schon ein Plugin, genauso wie für Blender und für FreeCAD, soweit meines Wissens, wo man auch schon teilweise simulieren kann oder einige Sachen durchführen kann. Aber wie man sieht,
sind noch nicht alle Komponenten verfügbar. Also wir haben hier praktisch ein paar Lichtsimulationssachen, die auch schon in Revit direkt integriert worden sind mittlerweile, genauso wie ein paar Analyse-Tools von Ladybug. Aber wenn man mal im Vergleich zu Ladybug und Honeybee und Grasshopper sieht, fehlen da einige an Komponenten. Die sind zurzeit noch in Entwicklung, aber da steht es natürlich noch aus, wie lange das dauern wird. Genau, Revit bietet dahingehend schon einige nützliche Built-in-Tools. Einerseits Revit Insight, die aber ungleich sind der Ladybug Honeybee-Simulation aus den eben erwähnten Punkten, dass man mal nicht ganz nachverfolgen kann oder wirklich gut nachverfolgen kann, was wirklich in der Simulation passiert. Hier ein kleiner Hinweis zur Entwicklung. Pollination heißt das Plugin oder das, was gerade von den Ladybug-Tools-Entwicklern entwickelt wird. Also es ist basiert auf den Ladybug-Tools, also auf den Honeybee- und Ladybug-Komponenten und es simuliert ebenfalls mit Energy Plus, OpenStudio Radiance und den Ladybug-Tools. Und das ist eine cloudbasierte Simulationsumgebung innerhalb von Revit zum Beispiel oder Grasshopper. Es befindet sich zurzeit in der Early Open Access Phase. Soweit ich oder soweit bei uns der Stand ist, ich bin dazu schon angemeldet für, man kann sich dafür jetzt gerade anmelden. Es ist für Rhino gerade verfügbar, für Revit sollte es in den nächsten Wochen veröffentlicht werden, sodass man das ausprobieren kann. Was ist das Interesse an diesem oder was ist das Interessante an diesem Tool und warum sehe ich da so ein großes Potenzial drin? Liegt prinzipiell daran, dass man direkt in einer Umgebung seine Modelle aufsetzen kann und das Ganze auch cross-plattformübergreifend funktioniert und über verschiedene Versionen hinweg. Man benutzt sozusagen seine Favorite oder favorisierte CAD-Umgebung. In diesem Fall wäre das ja bei uns dann Revit. Wir können unsere Simulation ganz normal aufbauen über ein Visual Scripting Tool, was die entwickelt haben, was basierend ist auf den Ladybug Tools, wo man ebenfalls aber auch noch eigene Tools entwickeln kann. Und das Ganze wird dann über den Browser visualisiert. Das heißt, es könnte dann ebenfalls von dem Bauherr angeschaut werden. Es könnte ebenfalls von anderen von den Ingenieuren, was auch immer, angeschaut werden, um sozusagen aktiven Austausch zu fördern. Genau, das sind sozusagen Ihre 4 Punkte. Sie wollen für eine Automation, dafür sind sozusagen diese Recipes, die Sie erstellt haben, die wir schon von Grasshopper kennen, nützlich und die auch eigen erstellt werden können. Deshalb das Customization und Democratization, genauso wie Collaboration, wird dadurch gefördert, dass das Ganze über den Browser funktioniert, dass man prinzipiell nicht Ahnung haben muss von der Simulation, außer aber dass man trotzdem die Ergebnisse ansehen kann und mit zusammen evaluieren kann, ohne was an der Simulation prinzipiell erstmal zu ändern. Genau, wie sieht das Ganze aus? Also Sie wollen halt, oder was sind die 2 Punkte, die für mich wichtig sind? Real-Time Collaboration, das heißt, ich kann immer mit meinem aktiven Revit-Modell arbeiten. Ich kann immer prinzipiell, also immer mit dem aktuellsten Stand simulieren, ohne großartig was verändern zu müssen oder mein komplettes Zonenmodell noch aufbauen zu müssen, wie ich das zum Beispiel bei dem GBXML-Import habe oder bei dem Rhino Insight-Import. Genau, und was ich sehr, sehr vorteilhaft finde, ist die Visual Scripting-Umgebung. Also ich kann die Recipes nutzen, ich kann Recipes immer wieder verwenden und meine eigenen erstellen und somit auch genau nachverfolgen, was wird wirklich simuliert und was passiert da. Genau. Also das Endergebnis zu dem Ganzen. Simulationen mit Revit sind prinzipiell möglich, leider aber noch nicht mit den Ladybug Tools. Da mal der Hinweis zu Rhino oder Revit Insight. So. Hoppala. Es gibt einige Ladybug Tools oder einige Ladybug Tools Komponenten sind abrufbar, Dynamo aber leider noch nicht verfügbar. Sie werden aber immer weiterentwickelt und sind gegebenenfalls bald verfügbar. Da aber der Hinweis, Pollination hat hier super großes Potenzial, beziehungsweise da sehe ich sehr, sehr großes Potenzial und wird hoffentlich dieses Jahr vielleicht veröffentlicht, sodass man es aktiv nutzen kann. Genau, und ansonsten ist zurzeit unser Workflow über Rhino Insight und GBXML-Importe, die uns ermöglichen, einen relativ guten Workflow mit den Ladybug-Tools zu ermöglichen und einen guten Austausch zu machen, dadurch, dass wir halt relativ schnell Zonen definieren können, leider mit den statischen Modellen und wir können leider keine Änderungen direkt übertragen. Da hoffe ich aber, dass es irgendwann nochmal möglich sein wird. Dementsprechend von meiner Seite aus wäre es das soweit. Vielen lieben Dank an Oxalia für die Einladung. Falls Sie Interesse haben oder falls Sie Interesse an der Videoreihe haben, abonnieren Sie beim Kompetenzzentrum gerne den Newsletter. Da werden wir ab Juni bestimmt eine Meldung machen, sobald die ersten Videos zu Simulation veröffentlicht werden. Und falls Sie Fragen haben zu dem Thema oder falls Sie allgemein Fragen haben, können Sie natürlich gerne immer an meine E-Mail-Adresse oder über LinkedIn mir schreiben. Dementsprechend vielen lieben Dank und ich gebe ab.